14 Uhr, leichter Lebenszeit. Schön, dass Sie heute wieder mit dabei sind. Und heute, da beschäftigen wir uns mal wieder mit einem Thema, was viele unserer Zuschauer noch gar nicht so richtig nutzen. Es ist das Internet. Es ist natürlich diese neue Möglichkeit, sich wirklich Informationen auch von jungen Leuten zu holen, die als sogenannte Influencer unterwegs sind. Influencer bedeutet, dass man euch wirklich folgen kann. Und ein Influencer ist heute zu uns gekommen, Mirko Kanal. Wir freuen uns sehr, denn du hast gesagt, ja, ich möchte gerne einfach mal kommen, um darauf hinzuweisen, dass wir jungen Leute auch diese ganzen neuen Kanäle nutzen, um ja vielleicht auch Aufklärung zu betreiben. Mhm. Und du arbeitest in einem Bereich, nämlich du bist Azubi, genau, im Kindergarten. Also eigentlich ein Damenberuf, kann man schon eigentlich so sagen. Aber du hast mitbekommen, dass eben schon Thema Mobbing bei den ganz Kleinen losgeht. Und hast dir gedacht, jetzt nehme ich mal mein Bekanntheitsgrad als Influencer wirklich mal dazu her, um Aufklärungsarbeit zu leisten. Wie du dazu gekommen bist, was das alles so beinhaltet, darüber werden wir uns gleich unterhalten. Und wir haben heute auch mal wieder richtig schöne Tipps für Sie von unserer Sabine Lorenz. Und die selber, und das mag ich ja immer am liebsten, wenn unsere Gäste begeistert sind von dem, was sie da tun. Und du bist heute total begeistert von deinen... Von meinen Traumfängern. Die Traumfänger, die jeder selber machen kann. Steckt aber, glaube ich, dieses Mal ein bisschen mehr Arbeit dahinter. Und du hast schon ein bisschen was vorbereitet. Aber ein klein wenig werden wir DIYen heute auch in der Sendung. Und der steht da hinten noch in der Ecke, unser Lukas, genau, Michner. Aber du kannst gerne auch schon Platz nehmen. Ja, komm einfach rein, du weißt doch, wo du dich hinsetzen möchtest. Dann machen wir mal der Regie. Da sollen die sich mal Gedanken machen. Guck mal, der setzt sich genau auf den falschen Stuhl. Nein, ich hätte es gut gefunden. Ja, hätte ich ja. Aber ich kriege ja sonst schon wieder, oh, Regie, dein Glas. Lukas Michner, gerade eben noch bei Astro TV für Sie zu sehen. Und wir haben auch gleich noch mal ein interessantes Gespräch miteinander. Was zu besprechen. Was zu besprechen, genau. Besprechen tun wir nichts mit unserem Holländer. Der hat aber zum Wochenausklang noch mal ein sehr lustiges Spiel dabei, das wir ihm präsentieren. Also auch wieder eine sehr, sehr bunt gemischte Sendung. Jetzt geht's aber erstmal los mit Mirko Kanal. Ist wahrscheinlich nicht dein richtiger Name, oder? Aber meinen Nachnamen werde ich nicht bekannt geben. Ja, das ist muss man auch nicht, weil ein bisschen Privatsphäre gehört, auch wenn man in der Öffentlichkeit quasi steht, schon dazu? Ja, also die Privatsphäre ist schon sehr wichtig. Also ich merke das selber in meiner Heimat, in Emden. Es ist sehr stark und ich versuche, die zu schützen, weil es natürlich auch negative Argumente gibt. Und deswegen versuche ich das so ein bisschen zu schützen, um auch meine Familie zu schützen. Thema Mobbing ist natürlich schon auch ein Thema, das muss man sagen, das in der heutigen Zeit eben ja gerade im Erwachsenenalter, im Berufsalltag des Öfteren zur Sprache kommt. Du allerdings mit deinen Erfahrungen hast festgestellt, dass es eben schon recht früh losgeht, ja? Leider. Also es fängt klein an und hört eigentlich gar nicht auf, weil Mobbing gibt es auf dem Arbeitsplatz, in der Schule. Und in der Öffentlichkeit. Ne? Und das jetzt bist du in einem Kanal oder auf mehreren Kanälen natürlich auch zu Hause. Ich nehme an, es ist deine Webseite, es ist Instagram, es ist natürlich auch YouTube, Facebook, also all die Dinge, die man heutzutage hat, wo ja Mobbing in irgendeiner Form schon auch eine große Rolle spielt. Also wie gehst du selber damit um? Also am Anfang war es sehr schwer, damit klarzukommen, weil natürlich auch Kommentare da drin stehen, die ich ganz schwer verkrafte. Aber mit der Zeit habe ich mich damit abgefunden, weil es gehört sozusagen dazu, dass ich das auch akzeptieren muss. Weil nicht jeder kann mich mögen, verstehe ich auch. Und deswegen, genau. So. Jetzt muss man aber sagen, ich weiß nicht, wie dir das so vorkommt, aber ihr jungen Leute, gerade was Instagram anbelangt, habt eine andere Art und Weise, finde ich, was Umgangsformen anbelangt. Also ich finde, die größere Mobbingfläche entsteht mittlerweile wirklich auf Facebook, wo viel mehr geschimpft, viel mehr gehatet wird. Instagram ist eigentlich eine ganz nette, eine ganz schöne Plattform, oder? Warum ist das so? Also auf Facebook und YouTube können die Menschen anonym sein, man kennt die nicht, die können auf Facebook Fake-Profile erstellen, können... Kann ich bei Instagram ja auch. Ja, aber bei Facebook ist es extremer, denn bei
Instagram ist es halt einfach viel lieber, sage ich jetzt mal. Ne? Da gehen andere, da gehen die einfach besser miteinander um. Jetzt bist du ein junger Mann. Also hast du manchmal schon das Gefühl, dass die junge Generation, also auch wenn Mobbing natürlich heute so ein klein wenig unser Thema ist, was im Kindergarten teilweise schon losgehen kann, aber dass eure Generation vielleicht aufmerksamer bei diesem Thema ist, als es unsere, meine Generation vielleicht ist? Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich damit aufgewachsen bin, dass ich in der Schule schon gemobbt wurde. Und deswegen versuche ich mich halt da für einzusetzen. Ne? Mhm. Und natürlich auch die Jüngeren helfen, wieder zur Schule zu gehen. Ne? Wie sah dein Mobbing aus? Also wie bist du gemobbt worden? Also ich wurde beleidigt, teilweise auch angespuckt. Und wurde beleidigt und das war schon sehr schwer. Also ich habe echt damit zu kämpfen gehabt. Genau. Und wolltest du über den Weg dann der Öffentlichkeit beweisen, wer du bist und dass du als Mobbing-Opfer es quasi schon auch schaffst, eine große Fanbase aufzubauen? Also ich muss sagen, ich habe natürlich in der Zeit schon YouTube gemacht und Instagram schon gemacht, weil ich einfach zeigen wollte, dass ich auch was kann, weil ich war für die in der Schule einfach, sage ich jetzt mal, Loser, dass ich nichts kann und das wollte ich halt einfach beweisen und deswegen habe ich mir das alles erstellt, um zu zeigen, dass ich was kann. Und dann wurde es natürlich schlimmer. Aber ich hatte doch Freunde, die mir mal gesagt haben, hör nicht da drauf, mach dein Ding und sei glücklich. Und das ist die Hauptsache. Irgendwas musst du ja richtig gemacht haben. Denn angefangen hast du wie viele andere auch auf Instagram mit ein paar Followern. Und auf einmal über Nacht kamen ja fast tagtäglich über Tausende dazu. Genau. Mittlerweile bist du bei Instagram bei 36.000 Followern, was ich schon ziemlich deutlich und auch ziemlich viel finde. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Bist du schon angekommen, Luca? Ich bin schon. Ja, ja. Ist Thema Mobbing für dich auch so ein Thema mal gewesen? Ja. Schon, aber mittlerweile nicht mehr. Weil du gemobbt worden bist, auch auf eine Art und Weise? Weil Menschen da waren, denen irgendwas nicht gepasst hat. Das war Thema Neid, Missgunst. Das heißt, ich habe irgendwas gemacht, wo Menschen neidisch waren. Und mittlerweile stehe ich drüber. Mhm. Ja, ich lache drüber, weil ich in der Stärke bin. Ich habe sozusagen erkannt, was Sache ist. Ja, aber es gibt Menschen, die schwach sind, die labil sind und dann laufen die ins offene Messer, ja. Aber da haben wir ja schon zwei, die wirklich dann sagen, ja, aber jetzt müssen wir uns über uns herauswachsen. Absolut, ja. Sabine, ich habe dich jetzt auch die ganze Zeit schon nicken gesehen. Also kennst du das auch? Ich kenne es auch, aber das Interessante ist ja, dass es ja meist eine Gruppe von selber sehr schwachen Menschen, die selber so einen Mangel haben, dass sie sich zusammenrotten und dann auf eine Person draufgehen, sich also ein Feindbild da raussuchen. Ja. Und selber gar nicht wertig sind oder nichts auf die Reihe kriegen oder selber einen Mangel haben. Aber ich sag's immer, Neid ist die höchste Form der Anerkennung. Absolut. Verstehst du? Das heißt, du hattest auch irgendwas, wo die Menschen neidisch waren, da kannst du stolz nur drauf sein. Genau. Weißt du, dass die Menschen die Aufmerksamkeit schenken, das heißt, du bist was Besonderes. Genau. Das musst du einfach umdrehen, den Spieß umdrehen. Das hat man mir gesagt. Perfekt. Ja, aber schon auch schlimm, oder? Das kann schon ausatmen. Nein, aber ja, wenn man klar. sich überlegt, dass es jetzt mittlerweile schon wirklich auch bei den ganz Kleinen losgeht, war das in unserer Zeit, war das damals auch schon so? Oder da war das ja einfach so Kindergartenstreit? Na, ich finde nicht. Also, ich finde, dass ich will jetzt hier nicht über Menschen herziehen oder über, sag ich mal, oder mir ein Urteil bilden, aber durch bestimmte Spiele, Computerspiele, und das prägt schon von klein auf. Und deswegen kommt es halt zu der Brutalität und so weiter und so fort. Ich will es halt nicht ausführen, aber es schon hat mit dem Internet, ich denke mal, was zu tun, mit der Globalisierung, hat alles Vor- und Nachteile. Mhm. Ja. Und deswegen ist es wichtig, dass man sich da abgrenzt und natürlich die Eltern halt die Kinder schützen müssen, weil die Kinder können sich selbst ja nicht schützen. In unserer Generation gab es doch vor 7:45 Freitagabend, Derrick oder der Alte, kein Blut im Fernsehen zu sehen, oder? Ja, und wenn mal nix. Sowas im Abendprogramm saß man doch als Kind so da, heutzutage wächst man ganz anders auf. Ja, aber wir hatten auch das Markendenken nicht so. Wir haben unsere Kinder definieren sich ja auch über Klamotten, über bestimmte Marken. Oh, das würde ich sagen, hatten wir schon auch. Nicht so wie heute. Es ist nochmal eine andere Geschichte. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe schon gelitten in meiner Kindheit. Mitte der 80er, kann ich sagen, hatte ich das Glück, dass meine Oma immer irgendwelche bayerischen Klamotten mitgebracht hat und ich im Faltenrock Mitte der 80er in die Schule musste. Auch das ist Mobbing, kann ich dir sagen, ist nicht schön. Aber heute, wenn die Schuhe nicht stimmen und wenn die nicht innerhalb kürzester Zeit die nächste Generation bestimmter Turnschuhmarken haben,
Da fängt es nämlich an, mit dem Geld. Es ist eine Markengeschichte. Ich glaube, mit dem Geld fängt es an, aber ich glaube, das Markenbewusstsein, also ich bin ja auch Kind der 80er Jahre, würde sagen, gut, ich komme aus München, da ist es vielleicht eh noch mal ein bisschen was anderes, aber mit den Thematiken, glaube ich, hat man immer wieder zu kämpfen, aber, und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum du heute da bist, Mirko, wir wollen heute mal ein bisschen zeigen, dass man eben auch als Mobbing-Opfer aus dieser Rolle rauskommen kann und wieder daran wachsen kann. Ich komme gleich zu dir, aber du merkst, das ist ein interessantes Thema und Sie können natürlich auch mitdiskutieren quasi, denn man kann dich verfolgen, du bist auch für Anregungen, für Kommentare natürlich offen. Also jeder, der mal ein bisschen mehr über Mirko Kanal erfahren möchte oder Hilfe braucht, der kann sich natürlich auch wirklich bei dir melden. Jetzt haben wir etwas für Sie, denn es geht natürlich auch so ein bisschen um Erfolg, es geht um Ihr Glück und deswegen haben wir ganz besondere Karten heute, die Sie bekommen können, herausgegeben von Barbara Scher und Martina Kerl. Ich könnte alles tun, wenn ich nur wüsste, was ich will. Hat ja auch ein bisschen was mit Selbstbewusstsein zu tun. Das sind Ihre Karten für Ihren Erfolg. Und diese Karten, die können Sie heute gewinnen. Es sind quasi Affirmationen für jeden Tag. Allerdings wie immer verbunden mit einer Frage. Wir wollen wissen. Oh Gott. Oh Kinder, schon wieder bringt ihr mich zum Lachen. Wie heißt denn unser heutiger Gast des Tages? Ist es A, der Mirko-Kanal oder B, der YouTube-Kanal? Unter den eingeblendeten Telefonnummern sind wir wie immer aus Deutschland, Österreich und der Schweiz für Sie zu erreichen. Bis 15 Uhr ist der Anrufbeantworter geschaltet. 50 Cent aus dem deutschen Festnetz. Mobil kann es gegebenenfalls auch etwas teurer werden. Und 18 Jahre sollten Sie auch sein, um bei diesem Gewinnspiel mitmachen zu dürfen. Mehr Informationen wie immer unter www.astrotv.de. Jetzt wird gediy-white. Gehandmade. Oder wir basteln einfach ein bisschen. Handmade. Spannendes Thema aber heute, ne? Ja, finde ich schon. Ich finde, da passen auch im Endeffekt deine kleinen Artikel ganz gut dazu. Denn es geht um den geruhsamen Schlaf. Und ich glaube, auch wenn man gemobbt ist, dann hat man natürlich auch öfters mal schlechte Träume. Natürlich. Träume, die einem nicht gut tun, die einem hinterherlaufen. Und du hast dir deswegen gedacht, heute gibt es mal die sogenannten Traumfänger zum selber machen. Da schleiche ich schon länger drum rum. Ich habe die ja auch in dem Fall Instagram, Pinterest, wie auch immer, schon gesehen. Dachte, ich muss die jetzt auch mal ausprobieren. Und viele von uns haben ja die Deckchen sowieso, denke ich mal, zu Hause irgendwo. Ach, die muss man nicht selber auch noch. Die muss man nicht nur selber häkeln. Ich hatte schon schweißnasse Hände, weißt du? Das ist aber richtig viel Arbeit dieses Mal. Also wie gesagt, ich muss gestehen, ich habe diese ganzen Deckchen, die ich habe, Flohmarkt oder natürlich auch Secondhand-Shop. Ne? Habe ich die erstanden. Kosten so gut wie gar nichts. Ich habe für die ganzen Deckchen 2,50 Euro bezahlt und dachte, wunderbar, bist du schnell fertig. Viele haben das auch noch zu Hause, in der Schublade. Irgendwo, wo ich früher gefragt habe, wofür brauche ich sie jetzt noch? Genau. Und dann habe ich gedacht, und da hinten sehen wir es ja auch, ne, habe ich die einfach nur eingespannt. Es ist nicht ganz rund, es hat im Koffer ein bisschen gelitten bei mir. Aber ich finde das so eine geniale Idee, einfach die einzuspannen und dann entsprechend es weiter zu bearbeiten. Einzuspannen, das ist natürlich aber schon auch ein bisschen mit Arbeit und man braucht auch das dementsprechende Material wahrscheinlich dazu. Richtig, also ich habe auf jeden Fall Silberdraht genommen und habe dann einfach, ich habe es aufgefädelt. Ich hätte es auch annähen können, jeweils mit der entsprechenden Wolle hätte ich es auch befestigen können. Kann man auch tun, geht so deutlich schneller, je nachdem wie halt der Rand auch, der Spitzenrand ist zum Auffädeln. Und Ich mache einfach mal, ich das ausprobieren wollte, aber ich sehe, dass das wirklich bei diesen Häkeldeckchen ganz einfach geht, weil da sind hier überall kleine Löcherchen drin. Da sind die Löcher schon drin im Rand und du kannst das auffädeln und kannst es dann auseinander machen, musst es nur rund kriegen. Und das geht relativ zügig, finde ich. Ja, da kann man schon sehen. Das wird, ja genau. Also geht relativ einfach. Stimmt, also man muss. Ich habe die Dinger gefärbt. Ich wollte die nicht mal so Naturfarben haben. Ich habe die einfach gnadenlos in die Ostereierfarbe reingelegt. Lustige Idee. Mhm. Weil ich gedacht habe, das geht am schnellsten, hat jeder auch zu Hause oder vielleicht noch Restbestände von Ostern zu Hause. Und dann haben wir halt auch wirklich gleich die Farben Rot oder Blau. Und das Ganze wird natürlich viel bunter.
Das ist natürlich wirklich lustig. Jetzt braucht man natürlich noch ein bisschen mehr Zubehör, genau. Aber es ist ja alles recht günstig zu erhalten heutzutage. Es ist einfach. Also Federn sind einfach zu bekommen, jeden Bastelladen. Perlen kriegen wir in jedem Bastelladen. Vielleicht haben wir auch zu Hause noch also Muscheln, irgendwelche Restbestände vom Urlaub oder Schneckenhäuschen hat man meist. Irgendwas hat man ja noch zu Hause, also die meisten von uns. Und bunte Wolle dazu, farblich passend. Also gerade so Natursachen sehen natürlich auch total hübsch aus. Und ich finde es ein tolles Geschenk und das geht relativ schnell. Meine Herausforderung war, meine Katzen wollten an die Federn. Das heißt, also ich musste echt aufpassen, dass es nicht verschwindet bei mir zu Hause. Da wurden die Federn geklaut. Natürlich. Da war was, genau. Da war aber mal was los bei den Lorenzens. Da war was los, genau. Und insofern... ich kann auch sowas nicht bei mir hinhängen. Also bei mir wäre es vom Fenster definitiv weg. Die Kitty hängt dann ab. Ah, okay, aber es gehört ja eigentlich auch übers Bett, oder? Richtig, ich habe es beim Fenster meistens gehabt, muss ich gestehen. So, jetzt sehen wir natürlich, wie schnell Andrea jetzt hier ist, wie schnell sie das schon und wie konzentriert und entspannend das auch ist. Ja, wirklich, ich bin gerade also total in so eine Ruhe gekommen. Ich bin erstaunt bei dir. Was, dass ich so ruhig bin oder dass ich das hingekriegt habe? Haben wir jetzt endlich deine Basteldäne hier? Es geht heute um Mobbing, ja? Es geht ja, heute um Mobbing. Aktiviert. Das ist doch ja, das fand ich jetzt gerade wirklich ganz schön. Jetzt bekomme ich sogar richtig Bock darauf, das selbst zu häkeln. Was ist da passiert? Oh je, okay. Genau, okay. Also es geht relativ schnell. Hast du eine Zange? Nee, ne? Weil den Draht kriegen wir jetzt wahrscheinlich mit der Schere doch nicht, oder? Damit habe ich es doch auch gemacht. Verletze ich mich doch. Mit der Zange nicht. Na ja, gut. Okay. Oh, du kannst einfach. Ja, ganz einfach. Genau. Und das heißt natürlich, wenn man das später drauf hat, was sie gleich auch hat, dann kann man natürlich das noch mit Bändern umwickeln. Das werde ich dann nachher in der Stunde hier mal machen für euch und weiter dran gehen, das verschönern. Und dann bin ich gespannt, wie es nachher aussieht. Toll, ich habe es vielleicht ein bisschen zu kurz geschnitten. Nee, mach dir's rund. Mach's mir rund. Ich mach's dir rund. Mach's mir rund. Ich werkel weiter, genau. Schön. Aber es ist doch simpel und einfach, ne? Ja, also bisher bin ich schon sehr gespannt. Fest. Ich komme gleich noch mal zu dir, mach mir einfach mal ein bisschen dann weiter, dann übernehme ich das später. jetzt machen wir ein kurzes, wir machen noch kein Päuschen, sondern jetzt komme ich zu Lukas, der auch schon ganz interessiert zugeguckt hat. Ja, Thema Traumfänger. Du warst ja gerade für unsere Zuschauer auch wirklich zu erreichen auf Sendung. Und es gibt im Moment eine Aktion, die ihr auch im laufenden Programm immer wieder ankündigt. Montag, eine sehr, sehr schöne Aktion, nämlich die Halbpreisaktion, die noch bis Montag, den 9. April läuft. Bis 22 Uhr. Ich überlege nur gerade, ich wollte jetzt einfach mal gucken, ob ich dir jetzt durchs Bild laufe. Achso, ich weiß nicht, welche Kamera ich schaue dich an. So gehört sich das natürlich, auch, natürlich, Andrea. Nein, aber es ist wirklich eine schöne Aktion. Seit einer Woche reden wir quasi jeden Tag darüber. Unsere Stammzuschauer, die haben es mit Sicherheit schon gehört. Aber wir wollen es heute vorm Wochenende noch einmal ganz kurz erklären. Denn es geht wirklich darum, dass man gerade auch am Wochenende manchmal vielleicht auch alleine ist. Manchmal vielleicht auch einen Ansprechpartner braucht. Wir haben heute ein schwieriges Thema, nämlich Thema Mobbing. Ja. Da braucht man manchmal vielleicht jemanden, der einem da raushilft. Und vor allem eine Person, mit der man nicht gefühlsmäßig involviert ist, eine neutrale Person, die einfach mal neutral bestimmte Sachverhalte beleuchten kann. Das ist ganz wichtig. Ja. Genau, und die kann man finden. Absolut, und zwar wirklich, übers Internet, man kann aber auch bei uns in unserem Beratermanagement sozusagen sich Informationen holen. Und was das ganz Besondere eben bis Montag noch ist, ist, dass viele von den Beratern wirklich zur Hälfte des normalen Preises zur Verfügung stehen. Nur von 12 bis 22 Uhr. Von jetzt, glaube ich, seit ein paar Tagen bis Montag einschließlich. Genau. Eigentlich von Montag bis Montag. Bis Montag am Montag ist es losgegangen. Ja, genau. Es ist eine Aktion, die von den Kunden sehr, sehr schön angenommen wird. Auf jeden und Fall, für ja. große Begeisterung sorgt. Aber auch Ihr Berater findet, dass das wirklich auch eine gute Aktion ist. Ja, dass ist. Manche neue Kunden uns testen, das ist deren gutes Recht, um einfach mal gucken, so jetzt zur Hälfte des Preises kann man sich dann beraten lassen. Natürlich, eine tolle Angelegenheit, ja. Kriegst du denn mit, dass sich ein bisschen was auch verändert hat bei den Kunden? Also, dass die ein bisschen zugänglicher geworden sind, was auch die Technik, was vielleicht auch Internet, was vielleicht auch wirklich die neuen Medien anbelangt? Es kommt darauf an, in welche Altersklasse man ist. Ja? Ich meine, einen alten Baum kann man nicht mehr umpflanzen und da wird ja nicht so eine große Veränderung stattfinden. Aber ich finde, dass da manchmal so ein Licht aufgeht bei vielen und das merke ich schon, ja. Mhm.
Das ist mit dem Internet, einfach, mit der App. Ne? Ich mache da immer Werbung für die Astro TV App, die ist super. Da kann man den Livestream mitverfolgen, da kann man sich die Berater anschauen. Ja. Mhm. App herunterladen ist mittlerweile das wie einkaufen gehen. Apple die Store meisten, glaube ich, kennen es auch. Oder bei übers Android kann man es auch machen. Ja. Natürlich Smartphone muss man dann haben. Ein Smartphone haben. Ein altes Telefon funktioniert halt nicht. Genau. Ja. Wobei ich immer sage, ein Smartphone heutzutage, glaube ich, haben wirklich auch die meisten nicht. Auch die etwas ja. reifere Generation, ja, weil man halt viel, umgänglicher ja. ist. Wobei, wenn ich mir meine Mama anschaue, die ist Anfang 80, da kann sie mit Internet ja nichts anfangen, mit dem Smartphone schon gar nicht. Ja? Das heißt, sie hat schon ein normales Telefon. Deswegen, ich habe schon Verständnis für, dass ältere Menschen nicht so mit dem Internet... Vielleicht, weil sie es aber noch nie probiert hat. Meine Mutter mit ihren 76 hat iPhone ja? und ist Echt? Eine ganz Toll. Fleißige Facebookerin, eine ganz fleißige, ja, die spielt gerne, die schreibt mir WhatsAppen. Also meine Mutter würde auf das iPhone gar nicht mehr verzichten. Und ist sie auch bei Instagram? Nee, das nicht. Sie, okay. Da muss ich sie noch drauf, muss ich sie noch drauf bringen. Aber ich glaube, wenn ich jetzt dann irgendwann in 14 Tagen in die Heimat reise, danach wird sie auch bei Instagram sein. Nee, meine Mama ist nicht so weit. Nein, das glaube ich nicht. Ja, ich habe es aufgegeben. Aber das Schöne ist, dass man wirklich ja tolle Vorzüge hat. Also lass uns ruhig darüber reden, dass ja. einige sich natürlich so ein bisschen, oder wo man sagt, nein, die brauchen es oder wollen es halt gar nicht. Aber es gibt so viele schöne Dinge, die man erleben Absolut. Kann. Du hast gerade die Astro TV App angesprochen. Ja, genau. Kennst du die Questico App? Die kenne ich auch, ja. Aber die nutze ich nicht. Also ich habe, wenn ich jetzt bei Questico reingehe, dann halt über meinen Laptop oder halt übers Internet. Ja? Aber diese App habe ich noch nicht benutzt. Muss ich ehrlich sagen? Ja, die ist auch gar nicht nur für euch Berater, sondern okay. hauptsächlich für Sie zu okay. Hause. Und das haben wir auch des Öfteren erwähnt. Deswegen jetzt gerade zur Halbpreisaktion sollte man nochmal darüber nachdenken, sich diese App auch wirklich runterzuladen. Denn ganz einfach in den App Store, Sie geben Questico ein, dann erscheint genau. die App gleich ganz oben und dann auf Laden gehen. Die ist kostenlos, die ist unverbindlich, aber Sie bekommen wirklich ein tolles Geschenk, wenn Sie die App bis zum 30.06. herunterladen. Welches? Ich zeige es Ihnen. Jetzt sind Sie Questico noch näher. Haben Sie schon Ihren 20-Euro-Gutschein in der App eingelöst? Die Aktivierung Ihres Guthabens ist wirklich ganz einfach. Öffnen Sie in der Questico-App Ihr Profil. Geben Sie unter Gutschein einlösen den Gutscheincode 10 20 30 40 ein und aktivieren Sie ihn mit einem Klick. Sie können sofort Ihr Guthaben nutzen und mit einem Berater Ihrer Wahl sprechen. Questico, wir verbinden Menschen. Und es ist wirklich die 10, 20, 30, 40, die Ihnen 20 Euro quasi ja, für Ihre Gespräche schenkt. Und das Besondere ist natürlich, und deswegen sage ich es ja, während der Halbpreisaktion... Kann man die auch verrechnen, sozusagen. Ja, und sind sie ja quasi dann nicht nur 20 Euro, sondern irgendwie auch 40 ja, Euro und wert. Für 20 Euro, denke ich mal, kann man schon lange telefonieren. Ja, und während der Halbpreisaktion... Doppelt so lange. Genau. Also ist eine tolle Sache und für jeden Neukunden bei Questico, der bekommt ja wirklich, wenn er sich ganz unverbindlich anmeldet, Dinge einfach mal ausprobiert, bekommt er das Gratis-Gespräch von der Länge von 15 Minuten. Plus, zusätzlich, ja. wenn sich die Apps runterladen, kriegen Sie noch 20 Euro geschenkt und jetzt bis zum Montag zur Halbpreisaktion die doppelte Toll. Möglichkeit zu telefonieren. Also da kann man sagen, es ist ja quasi fast wie Weihnachten. Ich hatte ja vorhin zwei Damen mit zwei Beraterinnen gesprochen während der Live-Sendung und die haben sich halt vorgestellt. Ganz tolle Person. Ja. Einfach mal testen, ausprobieren. Wenn man Dinge nicht ausprobiert, kann man nicht darüber schimpfen genau. und kann es auch nicht wissen. Manche haben so Angst vor neuen Sachen. Ah, neue App will ich nicht. Ich mülle mein Telefon zu. Man kann es ausprobieren. Ja? Man kann es immer noch löschen. Ich meine, das ist ja nicht das Problem. Ja, es gibt ja manchmal so schöne Dinge, die hat man dann ausprobiert und möchte sie eigentlich Eben, nicht mehr missen. Genau. Gibt es bei dir irgendetwas, wo du auch sagst, ah, vielleicht muss ich Mit mich da Instagram langsam... Mit dem Instagram hatte ich so mein Problem in der Vergangenheit. Ich bin zwar da, aber irgendwo... Ich poste halt nicht so viel, ja. Aber ich finde es halt, ich kenne Leute, die da wirklich so viel posten, tolle Fotos und bekommen auch von bestimmten Prominenten auch Feedbacks, ja. Das ist das Tolle, ja. Weil auch Madonna und weiß was ich, so viele Schauspieler auch bei Instagram da sind, ja. Also man kann und die da schauen schon, sich auch die Profile an. Ja. Man kann da schon so ja, heutzutage richtig auch in den Erfolg gehen. Es Auf gibt jeden ja Fall. Mittlerweile ja. wirklich ja, die jungen Leute, die von Instagram leben können, weil... die es irgendwie richtig gemacht haben. Wobei es immer noch die Frage ist, wie man es schafft, natürlich so schnell ja, erfolgreich zu sein. Da muss ja. man natürlich ein bisschen rausstechen. Wir haben ja heute Gott sei Dank einen da, schön. Der uns erklären kann, was das Besondere noch bei Instagram ist. Und vor allem finde ich es auch ganz schön, wenn man Instagram eben auch ein bisschen zur Aufklärung, ein bisschen für was Positives Klar, auf nutzt. Jeden Fall, ja.
Es gibt ja so viel Twitter, Facebook, YouTube, ja, es ist... Seit Donald Trump so viel Twitter bin ich ja, genau. Weg davon. Ich bin also, auch bei Twitter, ja, aber ich früher, Twitter nicht, früher war also. Ich so eine Twitterin, aber seit jetzt das... Jetzt hast du aufgehört. Ja, also seit das der Trump so macht, will ich das nicht mehr. Will ja keine Verbindung irgendwo. Kann ich verstehen. Lukas, ab 15 Uhr bin quasi... Bin ich wieder auf Sendung, ganz ja, genau. Ja, deswegen geben wir dir jetzt ein bisschen eine Ruhephase. Vielen hast Dank. Du noch mal ein bisschen Zeit zu genau. entspannen und ab 15 Uhr können Sie Lukas Michner wieder erreichen. Wie lange bleibst du in Berlin? Ich bin bis heute da, beziehungsweise bis 1 Uhr nachts. Beziehungsweise ich fahre morgen wieder zurück, aber heute von 15 bis 16 Uhr und 23 bis 1 Uhr nachts. Und wenn Sie schon wieder vergessen haben, wie gesagt, der kurze Hinweis auf unsere Astro TV App, von der ja der Lukas auch sehr begeistert ist, denn da wissen genau. Sie immer ganz genau, wer wann wirklich auch vor Ort ist, denn da gibt es auch noch die Programmvorschau, genau. Nicht nur, dass Sie uns quasi von in unterwegs der sozusagen. Haben. Kann man gucken und auch den Livestream verfolgen. Und ja. auch telefonieren. Und auch telefonieren, das ist auch möglich. Lukas, vielen herzlichen Dank. Ich danke dir, Andrea. Kurzes und wir Päuschen. Sehen uns bestimmt Wir sehen uns wieder. Ganz sicher wieder. Kurzes Päuschen und dann geht's weiter mit Instagram. Der intelligente Schmuck von Gabriele Iasetta. Die Schmuckdesignerin fertigt intelligenten Schmuck, der ihre mentalen Fähigkeiten stärkt und sie dabei unterstützt, sie selbst zu sein. Stöbern Sie auf ihrer Internetseite und finden Sie eine große Auswahl an tollen Produkten, die Sie direkt online bestellen können unter www.gabriele-iasetta.com oder telefonisch unter 0800 07 10014. Bei Nennung von Leichter Leben erhalten Sie 10% auf Ihren Einkauf. Holen auch Sie sich den intelligenten Schmuck von Gabriele Iasetta nach Hause und spüren Sie die Energien. Mirko Kanal ist heute zu uns gekommen. Er ist ein junger Influencer, hat es geschafft, wirklich innerhalb von kürzester Zeit seine Follower in die Höhe zu bringen. Das heißt, genau. Mittlerweile, da ist der Lukas wieder zurückgekommen. Jetzt. Hast du was? Nee, bist nur voll durchs Bild gelaufen, deswegen wollte ich mal ganz kurz erklären, was der blaue Fleck gerade war, weißt du? Der blaue Fleck war gerade Lukas Michner. 15 Uhr, da können Sie ihn in der ganzen Schönheit wieder sehen. Wie schafft man das wirklich, sich aus diesen, wir haben es gerade gehört, auch von Lukas, der hat so ein bisschen Angst, aber es ist natürlich wirklich Millionen, die auf Instagram sind, die natürlich auch voller generieren wollen. Wie schafft man das? Ehrgeiz. Posten, posten, posten und den Followern immer zurückschreiben und Anerkennung schenken, genau. Mhm. Das ist wichtig. Also da geht es eigentlich dann schon genau um dieses Thema, nämlich Achtsamkeit. Das heißt, die Menschen auch zu achten und nur dann wird man auch im Netz erfolgreich und den auch beliebt. Ist man ja sozusagen ne? dankbar, dass man überhaupt sowas leben darf. Ne? Mhm. Deswegen. Was ist so das Ziel? Also ist es das Ziel, wirklich als Instagram, als Influencer dann wirklich davon auch mal leben zu können? Oder steckt bei dir schon auch eine Botschaft dahinter? Botschaft. Ich bekomme sehr oft Nachrichten, wo mir Leute schreiben, dass sie gemobbt werden und gar nicht mehr zur Schule gehen möchten. Ich habe ja auch extra eine Nummer für Leute, die Hilfe brauchen und deswegen möchte ich denen einfach vermitteln, dass sie nicht alleine sind. Und deswegen mache ich das Ganze, Social Media, ne? Und genau. Ab wann kann man das sagen? Ab wann Mobbing losgeht? Oder gibt es da gar keinen Zeitraum? Mobbing gibt es, glaube ich, immer. Weil es immer solche Leute gibt, die mobben werden. Und Mobbing gibt es einfach. Immer, sage ich jetzt mal so. Genau. Mhm. Was sind so ganz schlimme Fälle, wo man sagt, wenn man das mitbekommt, dann muss man da wirklich auch eingreifen, weil viele schaffen es ja alleine eben nicht, aus diesem Mobbing-Hamsterrad rauszukommen. Dann sollte man sich auf jeden Fall Hilfe suchen. Niemals alleine, sondern entweder zu einer Lehrerin gehen, zu Mama oder zu Papa, denn man ist nie alleine, denn oder zu mir. Darf man sich dann im Moment aussuchen. War das dein Ziel, also als du angefangen hast, wirklich auch mit Instagram zu arbeiten, das als Thema zu machen? Oder ging es plötzlich eben um deine Präsenz und du hast gesagt, jetzt muss ich daraus irgendwie etwas Gutes tun? Ich muss, also ich habe zu mir gesagt, ich möchte anderen helfen, ich möchte wieder denen, die wieder die Perspektive geben, dass sie wieder gern zur Schule gehen. Und das war mein Ziel. Mhm. Mein Ziel ist es nicht, Millionen von Followern zu haben. Mein Ziel ist einfach nur, anderen zu helfen. Mhm. Weil die aus diesem Loch, sage ich jetzt mal, nicht rauskommen.
Manchmal, genau. Jetzt hast du gerade gesagt, Fleiß ist natürlich schon auch ein Thema, denn du bist ja auf mehreren Kanälen zu erreichen. Mhm. Instagram hast du dich aber so ein bisschen, also was das tägliche Posting quasi anbelangt, zurückgezogen. Da habe ich vor der Sendung mal drauf geguckt. Da sind quasi maximal 6-7 Bilder drauf. Mehr kann man da nicht sehen und trotzdem hast du 36.000 Follower. Das hat mich ein bisschen verwundert. Mhm. Ich habe die ganzen Bilder gelöscht. Weil, da sieht man's. Genau, ich habe die ganzen Bilder gelöscht, weil ich einfach nicht auf Bilder drauf bin, sondern einfach den Menschen helfen möchte. Ne? Und einfach den Menschen helfen. Das ist ja auch mein Ziel. Ne? Mein Ziel ist ja, wie gesagt, nicht Millionen von Followern zu bekommen, sondern einfach nur den Menschen zu helfen. Und aufzuklären. Und da nutzt du natürlich auch sehr oft zum Beispiel auch YouTube, um Filme hochzuladen, um Informationsfilme zum Beispiel auch hochzuladen. Aber du gehst auch raus, du gehst auch vor Ort, führst Interviews. Und wir gucken mal ganz kurz rein auf deinen YouTube-Kanal, denn du bist auf die Straße gegangen und wolltest auch mal zum Thema Mobbing eine kurze Leute ausfragen. Umfrage genau. machen. Die jungen Leute wollten nicht so, ne? Die wollten nicht, was ich persönlich sehr schade finde, denn die betrifft es ja sozusagen auch. Ne? Mhm. Aber fand ich sehr schade. Die etwas reifere Generation, die hat sich aber geäußert und was die so von Mobbing, vielleicht auch eigenen Erfahrungen oder wie sie darüber denken, wir gucken mal eben kurz rein. Was ist Ihre Meinung zum Thema Mobbing? Also Mobbing, denke ich, ist ein ganz heikles und schlimmes Thema und Geschehen. Und es macht sehr viele unglücklich, ohne dass sie jetzt dafür etwas können. Vor allen Dingen durch die IT-Technik. Und da haben sich schon sehr viele Jugendliche umgebracht, weil sie dermaßen gemobbt werden, dass sie damit nicht leben können. Und ich halte das für eine ganz, ganz schlimme Sache. Und die muss man sehr hart bekämpfen. Und gerade von der Regierung, denn wo sollen wir denn sonst anfangen? Waren Sie früher selbst betroffen, wenn ich fragen darf? Nein, ich war nicht betroffen. Ach Gott, das ist natürlich... Was könnte man machen, um Mobbing ein Ende zu setzen? Ja, ich sag ja politisch versuchen, eine Einrichtung zu schaffen, wo man Mobbing bekämpfen kann. Und vor allen Dingen die digitale Geschichte da viel mehr kontrollieren. Obwohl es sehr schwierig ist, da reinzugehen in fremde Computer und Programme. Was denken Sie, was geht in solchen Mobbern vor? Also die Opfer mobben so. Ja, die sind natürlich geschädigt, die sind verunsichert. Sie werden wahrscheinlich auch so verunsichert werden, dass sie noch viel mehr auffallen als vielleicht vorher, weil sie sich nicht wehren können. Genau. Das ist ganz interessant, dass den meisten schon auch klar ist, dass die mobben, eigentlich das größere Problem haben und irgendwann genauso eigentlich Hilfe brauchen. Was ich aber auch ganz interessant fand, war wirklich dieser Einwurf der Regierung. Das heißt, dass die ein bisschen mehr dazu beitragen muss. Und da sind wir nämlich bei einem Thema. Das hat was mit unserer Schule, also mit den Schulen zu tun. Es hat was eben auch mit deinem Beruf zu tun. Die Erzieher, die manchmal natürlich auch schlecht ausgebildet sind oder vielleicht das gar nicht so richtig mitbekommen, oder? Nee, das glaube ich nicht. Man wird natürlich auch gefördert und die Kinder werden natürlich auch, sage ich jetzt mal, öfter mal gequält. Aber ich glaube, im Kindergarten ist es noch nicht so schlimm als wie in der Schule. Mhm. Weil in der Schule ist es natürlich schlimmer. Hast du dich da manchmal alleingelassen gefühlt? Also auch von den Lehrkräften alleingelassen gefühlt? Leider, ja. Also ich habe natürlich Hilfe gesucht. Ich bin natürlich zu meiner Lehrerin gegangen und habe gesagt, hey, ich werde gemobbt. Ich traue mich nicht mehr zur Schule zu gehen und ich habe ja sogar schon eine Woche gefehlt deswegen und das war schon hart und man hat eigentlich nichts dagegen getan, außer ja, wir kümmern uns drum, aber es hat sich in den Jahren eigentlich nichts geändert. Deine Eltern, also hast du da Unterstützung bekommen? Von meiner Mama. Nur ich habe das nie so erzählt, also ich habe nie so gesagt, ja Mama, ich werde in der Schule gemobbt, sondern ich habe gesagt, hey Mama, ich habe Bauchschmerzen, ich traue mich nicht zur Schule oder ich möchte nicht zur Schule und dann ist sie natürlich dann der Sache nachgegangen und dann, ja.
ist natürlich rausgekommen. Ich glaube, es ist sehr, sehr schwierig, weil man kann wahrscheinlich weder den Eltern noch den Lehrern große Vorwürfe machen. Ich wohne in einem Haus, wo ich mit zwei, also wo zwei Lehrer auch wohnen. Und ich kenne natürlich auch die täglichen Probleme, die Lehrer ganz oft haben. Die sind auch überfordert manchmal, weil Eltern ganz viel Schuld ihnen zukommen lassen. Aber auch die Eltern müssen natürlich reagieren. Schule ist ein Thema, Sabine, darüber hast du auch so deine Erfahrungen gemacht, weil ich dich auch gefragt habe, wie ist es bei deinen Kindern? Also kennst du dieses Thema Mobbing? Also ich kenne das Thema Mobbing, klar, bei zwei Söhnen. Wobei ich sagen muss, dass bei meinem Sohn halt richtig viel in der Schule gemacht wird. Aber was mir in dem Zusammenhang auch einfällt, es gibt ja auch Lehrer, die mobben. Ne? Es gibt ja nicht nur Schüler untereinander, sondern es gibt ja auch Lehrer, die ganz gezielt mobben, einen Schüler rausziehen und den fertig machen in der Klasse. Und dann ist die Sache ganz schwierig, denke ich, weil man dann mit die Eltern gegen die nächste Direktor, Schule, und dann nimmt sowas seinen Lauf, was ich glaube, was noch mal eine schwierigere Nummer ist, wie wenn Kinder untereinander eine Baustelle haben. Aber wie gesagt, ich muss ganz ehrlich sagen, mit gewaltfreiem Training, die machen ganz, ganz viel an der Schule von meinem Sohn. Auch gegen rechts ganz viel Aufklärung, und da ist Gott sei Dank viel unterwegs. Ja, ich glaube, es ist, man kann die Schuld niemandem so richtig geben. Also wie gesagt, auch bei dem Lehrermangel heutzutage, viele, viele sehr unerfahrene Menschen, die auf unsere Kinder sozusagen losgelassen werden. Also auch da, glaube ich, muss man natürlich immer ein bisschen Vorsicht walten lassen, und den Finger kann man auf nie irgendjemanden ganz deutlich zeigen. Es ist ein Miteinander, man muss aufmerksam sein, und das geht eben auch schon bei Schülern los. Es geht natürlich um Gespräche. Und es geht um Hilfe. Und das, glaube ich, ist ganz besonders wichtig. Du bist jemand, du weißt, an wen man sich wenden kann. Mhm. Und wenn man halt wirklich auch mal Probleme hat, dann ruhig auch mal wirklich unsere neuen Medien für solche Themen nutzen. Ja, und sich zum Beispiel mit dir umso in Verbindung mehr, setzen. Besser, ne? Absolut, genau. Natürlich. Jetzt machen wir ein kurzes Päuschen. Ein paar Berater von unserem Partner Questico wollen sich bei Ihnen vorstellen. Und dann wird weiter gebastelt mit der Sabine. Ich mache Karma-Astrologie. Das mache ich sehr gerne sogar, so ein bisschen zu schauen, was man aus einem vergangenen Leben mitgenommen hat, warum man in diesem Leben so ist, wie man ist, oder was man noch abzuarbeiten hat. Dann kann man daran arbeiten, dass man sozusagen sein Leben selber wieder in die Hand nehmen kann, oder man versteht, warum man immer zum selben Schlag Charakter eines Menschen vielleicht hingezogen ist, weil man oft sagt, ja, ich lerne immer den gleichen Schlag Männer zum Beispiel kennen. Etwas zu verändern, man muss sich selber verändern, um etwas verändern zu können. Ich sehe es als meine besondere Berufung, Sie ein Stück Ihres Weges zu begleiten. Unter anderem bin ich Expertin in Beziehungs- und Partnerschaftsfragen, sowie wenn es um die Fragen Ihrer Kinder und Enkelkinder geht. Selbst in einer Ehe und Partnerschaft, Mutter von 6 Kindern und 6 Enkelkindern, unterstütze ich Sie auch dabei. Es ist so verrückt, wie Basteln quasi heutzutage wieder modern geworden ist, oder? Was ich aber ganz schön finde. Also ich habe dich jetzt auch während der Sendung ein bisschen beobachtet, und auch Sabine ist in der kompletten Entspannung und Ruhe angekommen, weil man manchmal einfach so richtig schön stumpfsinnig, ohne richtig nachdenken zu müssen, zum Beispiel hier flechtet. Genau. Und so haben wir es auch schon. Also es geht relativ zügig, wie du siehst. Ne? Aber ich finde es auch wichtig, abzuschalten. Ich bin kein Meditationsmensch. Also ich muss sowas machen. Ich muss Kartoffeln schneiden, Küche irgendwie. Aber was Stumpfsinniges, wie du sagst, ein Bewegungsablauf, immer das Gleiche. Und das, entspannend. Finde ich auch entspannend. Ja, und ist ja verrückt, ne? Also ich habe, glaube ich, im Kindergartenalter flechten gelernt, und ich weiß, dass ich es immer noch könnte. Also es ist ja so einfach und so, so easy, dass man da wirklich in irgendeiner Form was Schönes auch draus machen kann. Mit wenig Hilfsmitteln. Und wie gesagt, selbst wenn du noch Muscheln vom Urlaub hast, ich habe es sogar ausprobiert bei den normalen Muscheln oder auch bei den Schneckenhäusern, du kannst ganz locker wirklich ein Loch auch reinbohren, wo du sagen kannst, du hast jetzt einfach das Gleiche in Natur, oder hast hier die Naturmaterialien mit der braunen Wolle oder so, was natürlich dann auch wieder ganz anders aussieht, aber natürlich auch schön ist. Ja, das finde ich einfach auch ganz schön. Man kann es wirklich peppig und bunt haben. Oder man nimmt halt dann auch die etwas einfacheren, dunkleren Farben und macht Richtig, und hat dann auch Naturtöne, finde ich auch edel. Ne? Edel. Weil,
Ja, sieht gut aus. Man kann weniger machen, man kann mehr machen, ja, man hat sämtliche Möglichkeiten. Und es hat natürlich auch eine Bedeutung, denn der Traumfänger, ja, der hat ja schon auch eine Aussage, oder? Ja, das heißt, dass natürlich Negatives auffängt und natürlich über Nacht aufhängt ja eigentlich. Und wenn die Sonne kommt, alles, was sich negativ hier gesammelt hat, werden ja die Sonnenstrahlen, lösen es ja auf. Und das ist natürlich wunderschön. Mhm. Und gerade auch, wie gesagt, mit der Spitze, die wir sowieso meistens zu Hause haben. Oder wie gesagt, guck mal auf dem Flohmarkt oder einfach vielleicht noch bei der Omas Kiste zu Hause in irgendeiner Schublade, dümpelt bestimmt irgend sowas noch rum, bin ich mir sicher. Und färben, wie gesagt, geht ganz einfach und denke ich, das kriegt jeder auf jeden Fall. Ja, und ich finde auch mittlerweile durch, auch hier hat sich, also wir ich weiß, manchmal, glaube ich, nerven wir unsere Zuschauer mit diesem ganzen neu modernen Kram, ja. Aber man muss sich manchmal wirklich rantrauen, denn du bist ja auch jemand, die zum Beispiel über YouTube ganz oft solche Eingebungen bekommt und auch dieses Medium nutzt. Pinterest in dem Zusammenhang, ja, weil einfach, das finde ich ein ganz grandioser Austausch, weil da hast du dieses Mobbing- und Kommentarthema nicht, aber du hast halt an diesen Pinnwänden alles, was Basteln ist, was Kochen ist, was Dinge selber machen ist, vom Käse über Küche, über Badezusätze, also die meisten Ideen. Ich habe auch mittlerweile schon ganz viele, die immer gucken, was hat sie denn gepinnt, weil sie meist wissen, dass es dann hier bei uns in den nächsten Sendung kommt. Achso, also ja. Du bist sozusagen auch über Pinterest auch zu verfolgen, definitiv, ja? Genau, und dann gucken viele schon, was hat sie denn als Nächster? Hatte ich auch den Plätzchenteig in der letzten Sendung und dann wird geguckt, was hat sie denn schon? Und dann wissen sie meist schon, okay, das und das kommt dann. Ach, das ist schon aber trotzdem verrückt, ne? Heutzutage, wo man sagen kann, also der Sabine müssen sie über Pinterest folgen. Und dann guckst du bei genau. Leichter Leben kann man über YouTube folgen, genau. Über Instagram, über Facebook, allerdings nicht über Pinterest, weil würde bei uns nicht so viel Sinn machen. Nee, aber es ist halt eine schöne Idee, wenn du gerade Bastelsachen, Kochen, also alles, was selber machen ist, kann man hier finden. Mhm. Und das finde ich richtig toll. Ja. Und man kann natürlich auch YouTube nutzen und zum Beispiel die ganze Sache sich nochmal in aller Ruhe angucken, weil wir haben ja auch unsere YouTube-Fan-Mediathek quasi. Hast du bei Facebook oder sonst irgendwas auch so ein öffentliches Profil oder hast du das nicht, weil du eben auch manchmal vor diesen Hatern, vor diesen blöden Kommentaren geschützt sein möchtest? Also ich bin schon jemand, der sehr zurückgezogen ist, muss ich ehrlich sagen. Ja, Instagram ist nochmal eine andere Geschichte, weil ich dann über Fotos gehen kann. Weil Instagram wirklich nett ist, oder? Ja, das ist eine andere Geschichte nochmal. Aber Facebook finde ich, ja, es ist in dem Fall nicht meine Welt. Und wenn ich immer diese 1000 Kommentare unten drunter lesen muss von Leuten, wo ich echt sagen muss, manchmal denke ich, denen ist echt zu langweilig. Ich muss es wirklich so sagen, wo ich denke, lesen die eigentlich nicht, was sie schreiben? Und das ist für mich ein Stück weit so oberflächlich, muss ich ehrlich sagen. Es ist nicht meine Social Network Welt. Also lieber YouTube, klar, was Sachen andrehen, Videos drehen, da eine klare Message raus, ist okay, aber Facebook finde ich zum Teil anstrengend. Man verliert so ein bisschen den Spaß, eben weil es so brutal geworden ist und weil es einfach eigentlich so eine Plattform für irgendetwas sein soll, was aufmuntert, was aufbaut und was einem nicht niederzieht und runterzieht. Ich selber, es ist so grenzüberschreitend, ich käme zum Beispiel nie auf die Idee, würde das Privatleben, die Optik, das Aussehen oder was weiß der Kuckuck von anderen Menschen beurteilen. Ich käme da nicht auf die Idee und würde da seitenweise mich zutexten bei anderen Leuten, das würde ich nicht tun. Achtsamkeit fehlt mir da zum Teil. Und deswegen finde ich, das ist das Schöne bei Instagram, dass es die jungen Leute eigentlich ansprechen sollte, dass es eigentlich wirklich eine Plattform war, wo wir alten Schachteln gar nichts mehr zu suchen haben. Aber mittlerweile hat man uns auch, oder findet man uns auch dort, weil man sagt, es ist eine andere Umgangsform und eine Umgangsform, die uns natürlich auch wesentlich mehr liegt als der harte Ton bei Facebook. Wir haben mit Leichter Leben noch ein bisschen Glück. Also wir werden nicht böse gehatet oder sonst irgendwas. Hat man ja heutzutage Angst mit einem öffentlichen Profil. Aber wir haben ganz liebe Zuschauer. Mhm. Wahrscheinlich jetzt gleich kommt der Shitstorm. jetzt machen wir sie fertig hier. Wir spielen gleich nochmal mit dem Danny. Mhm. Wo bitte schön ist Umtata? Oh Gott, ich entsinne mich an das Spiel. Ja. Ach, du hast ja schon mal mit uns gespielt, ja? Aber es ist ein bisschen lustig. Aber jetzt können Sie sich erstmal freuen, denn quasi ein Spiel bekommen Sie auch. Da geht es um Ihren Erfolg, da geht es um Karten, da geht es um Inspiration und um Affirmationen. Tägliche Affirmationen, so kann man schon sagen. Es sind die Karten für Ihren Erfolg.
Ich könnte alles tun, wenn ich nur wüsste, was ich will. Das finden Sie heraus, wenn Sie bei unserer Verlosung mitmachen. Dann haben Sie nämlich das Glück, diese Karten gewinnen zu können. Allerdings wieder verbunden mit einer unglaublich schweren Frage. Denn wir wollen heute wissen, die ist sehr lustig. Wie heißt denn unser heutiger Gast des Tages? A, ist es Mirko Kanal oder ist es B, YouTube Kanal? Könnte von mir. Die könnte vom Holländer sein, das stimmt. Unter den eingeblendeten Telefonnummern aus Deutschland, Österreich und der Schweiz sind wir zu erreichen. Ich muss Sie wie immer darauf hinweisen, dass der Anruf aus dem deutschen Festnetz 50 Cent kostet, dass das Mobil auch etwas teurer werden kann, dass Sie 18 Jahre alt sein müssen und dass Sie bis 15 Uhr die Möglichkeit haben, an dem Gewinnspiel teilzunehmen. Ich drücke die Daumen. Ist wirklich ein nettes Kartenspiel, das ja vor allem auch motivierend ist. Und ich glaube, dafür steht ja auch zum Beispiel der Name Mirko Kanal. Du möchtest motivieren, du möchtest ja vielleicht auch ein bisschen aufrütteln, sich zu trauen, weil du selber eben ein Mobbing-Opfer in der Jugend warst und weißt, wie man darunter leidet. Ja, genau. Was würdest du jetzt wirklich den Leuten ja, mit auf den Weg geben? Wie können Eltern zum Beispiel auch erkennen, dass das Kind gemobbt wird? Wenn sich jemand sehr zurückzieht, wenn sich jemand also gar nicht mehr an sich ranlässt und gar nicht mehr gern zur Schule geht. Ne? Mhm. Das merkt man eigentlich schon. Mhm. Im Kindergarten, jetzt bist du im zweiten Ausbildungsjahr, kriegst du von den Kollegen auch mit, dass da vielleicht auch wirklich anders, eine andere Herangehensweise mittlerweile ja auch mit diesem Thema stattfindet? Also, dass es schon auch eine Präsenz hat, Aufmerksamkeit geschult wird? Ich bekomme schon mit, aber genau. Also kriegst du schon mit? Ja, ich krieg das schon mit, ja, genau. Mhm. Es ist so, dass man dich wirklich schön verfolgen kann. Und ja, wenn man eben, wie gesagt, auch Fragen hat, dann kann man sich jederzeit an dich wenden. Wir haben ja vorhin schon gesagt, eine Altersgrenze gibt es nie. Aber es geht darum, dass man selber zu mehr Selbstvertrauen finden muss. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz schöne Aussage. Danny, Thema Mobbing, ist das ein Thema, mit dem du auch mal konfrontiert worden bist? Nee. Aber das ist ja auch immer so eine Sache, die man rückblickend, auch auf die Schulzeit bezogen, dann immer selber versteht, dass es schon in der Klasse jemand gab, der vielleicht belächelt wurde oder sowas. Und also man muss ja auch ehrlicherweise sagen, Teenager sind, ich bin jetzt mal vorsichtig, wie ich es formuliere, ja, aber Teenager sind die Hölle. Ja, also das ist wirklich... auch wenn es darum geht, sich selber zu finden, was natürlich keine Entschuldigung ist, dann auf Schwächere zu gehen. Und ich finde es halt auch wichtig, dass es da jemand gibt, der halt so ein bisschen so eine Supervision macht oder der das leitet oder der das erkennt. Also dass es in der Schule Lehrer gibt, anspricht. Also bei uns gab es nie so einen Vertrauenslehrer oder sowas. Oder irgendjemand, nee. Also es gab, ich weiß, nee, ich glaube nicht. Ich meine, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Also wir aber es hätte jetzt Beispiel, nicht so. Ich meine, ich bin ja noch ein paar Jährchen älter als du, ja. Aber zu unserer Zeit gab es schon sowas wie Vertrauenslehrer, an die man sich wenden konnte. Also ich glaube, es war schon immer irgendwie ein Thema. Man hat es vielleicht nur anders genannt zu unserer Zeit. Also ich hatte nie das Gefühl, dass aktiv darauf geschaut wurde, ob es Probleme gibt und ob man irgendjemand helfen kann, weil... Was ich gut finde, ist, dass es eben jetzt ja auch hier diese Möglichkeit gibt, eben Hilfe zu holen, dass man eben auch hier das Internet ganz schnell nutzen kann und mit ein paar wenigen Suchbegriffen natürlich auch wirklich Ansprechpartner auf die Suche gehen kann. Und ich finde es auch gut, dass es einfach kein Thema der Verschwiegenheit ist, sondern dass du dich auch traust, ja gerade mit so einem schwierigen Thema ein offenes Profil zu haben, wo man ja selber natürlich auch immer noch mal mit dem Thema Mobbing in Berührung kommt, aber sich weiterhin, und ich glaube, das ist das A und O, nicht unterkriegen lässt, oder? Wohin soll die Reise gehen, Mirko? Ich möchte ein Buch schreiben. Also ich möchte wirklich ein Buch schreiben und so ein Ratgeberbuch, um, wie gesagt, denen zu helfen. Guck mal an, ein Buch schreiben. Also wieder ganz herkömmlich, kein Blog oder sonst irgendwas, sondern dann mal wenn wieder. Schon richtig. Aber was man natürlich dann auch als E-Paper wahrscheinlich runterladen genau, kann, natürlich. Oder? Hast du Lust, ein bisschen mit uns zu spielen? Wo bitte schön ist Umtata? Ja, ich kenne das Spiel zwar nicht. Er hat Angst und hat Angst, so weiß nicht, was auf ihn zukommt. Du spielst gegen den Holländer Geografie und gegen, 5, sage ich da gegen nur. Mich und, naja, gegen noch nicht mal. Das ist nicht ja mal. Nein. Wenn du hier eine Frage nicht beantworten kannst, ist es auch nicht schlimm. Wir spielen auf jeden Fall mal. Wo bitte schön ist Uptata.
unserem Lieblingsverlag, dem Moses Verlag. Ja, es ist nicht so, dass wir hier irgendwie wirklich für die Werbung bezahlt werden sonst irgendwas. Das ist wirklich etwas, wir mögen diesen Moses Verlag unglaublich gerne, weil der bringt lustige Spiele raus. Die haben so vielseitige Sachen. Die haben diese Black Stories, die ich sehr gerne mag, so eine Geschichte, wo man dahinter kommen muss, wie das funktioniert. Dann habe ich auch schon mal neulich gesagt von Sebastian Fitzek, Safe House, ein sehr spannendes Spiel. Viele lustige Fragespiele, man eben nicht gemobbt wird, weil man Dinge nicht weiß. Nein. Und man sagt, oh, wie blöd, hier Allgemeinwissen. Sondern das sind so lustige Dinge, wo man sagt, das kann doch gar nicht wahr sein. True Stories, auch so sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Genau, ich erkläre mal ganz kurz, wie man es eigentlich spielt. Wir kürzen es immer so ein bisschen ab. Es gibt einen Spielplan und es gibt verschiedene Möglichkeiten, Punkte zu bekommen. Also auf dem Spielplan ist es so, ich stelle eine Frage und ersetze das Land durch das Wort Umtata. Und dann wäre es so, ich weiß gar nicht, ich glaube, das reicht schon, wenn man das so hinhält. Ja, aber es ist auch schön, dass man mal hier Europa kennt. Dann wäre es halt so, dass man erstmal sagen kann, ist es im Norden, im Süden, im Osten oder im Westen das Land? Dafür gibt es schon mal einen Punkt. Und wenn man das Land dann auch noch gezielt nennen kann, gibt es noch umso mehr Punkte. Da wird ganz schlecht. Herzlich willkommen im Club. Gut. Ich nämlich auch. Da wäre ich ganz gut. Meine Lehrer freuen sich. Da wäre ich ganz gut. Soll ich mal anfangen? Gerne. Ah, come on. Den höchsten Berg innerhalb der EU findet man in Umtata. Den höchsten Berg innerhalb der EU? Ja, das muss ja irgendwie Österreich, oder? Nicht der höchste. Also das wäre jetzt schon mal wahrscheinlich, was ist denn das? Das wäre, okay, also du würdest Österreich tippen? Ich muss gerade überlegen, wo gibt es denn noch? Wahrscheinlich ist es total woanders. Spielt Sabine mit? Natürlich spielt Sabine mit. Keine Ahnung. Also ich glaube, ich hätte, das hätte ich sogar gewusst. Es gibt auf jeden Fall größere Berge. In Österreich gibt es Berge. Wo könnte es denn noch sein? Also ich verrate mal so viel. Also es sind schon die Alpen. Und ich sage auch, wo es nicht ist, Holland. Ach so, dann ist es die Dolomiten wahrscheinlich, oder? Dann ist es Italien. Also was, final answer, letzte Antwort? Italien. Schweiz, die sind natürlich auch riesig. Komm, aber Schweiz, ich sag ja Schweiz, dann sag ich Schweiz und du dann Italien. Da wahrscheinlich ist es die Schweiz. Sabine, was sagst du? Ich hätte auch Schweiz gesagt, wenn Österreich ist das nicht. In welchem Land ist denn der Mont Blanc? Oh, shit. In der Schweiz? Nein, in Frankreich. Natürlich. Da steht die Höhe drauf. Ich sage, das ist wie wenn man mal wer wird Millionär auf dem Stuhl sitzt. Natürlich der Mont Blanc. Oh, Moment. Also er liegt eigentlich zwischen Italien und Frankreich. Hier steht aber noch drauf, wenn man die Grenzen großzügig auslegt, noch einen höheren Gipfel, den Elbrus im Kaukasus. Also Europa, wenn man da ein bisschen weiter östlich geht. Aber der Mont Blanc mit 4810 Metern. Möchtest du, soll ich? Nee, jetzt lass ich dich auflaufen. Das berühmteste und meistproduzierteste Sitzmöbel der Welt wurde natürlich in Umtata erfunden. Naja, sind es die vier Buchstaben in Blau und Gelb? Da dachte ich auch gerade dran. Ich bin da ganz schlecht dran. Das wird schon irgendwas von Ikea sein wahrscheinlich, oder? Bestimmt. Coco, wer weiß. Ich sag mal Schweden. Egal, ich sag mal Finnland. Nein, ich sag Schweden. Frankreich. Österreich. What? Einem Ruf Metternichs folgend zog es den deutschen Erfinder Michael Tonet nach Wien. Er sann eine Methode, Holz mittels Wasserdampf in verschiedenste Formen zu biegen. Sein berühmter Stuhl Nummer 14 ist auch als Wiener Kaffeehausstuhl bekannt. Du fragst. Ach, siehst du, ich habe an Sessel gedacht. Deswegen hab ich habe jetzt auch nicht an den Stuhl gedacht. Ich suche mal einen aus. Genau. Den höchsten noch aktiven Vulkan Europas findet man in Umtata. Das wird Sizilien der Ätna sein, oder? Weiß ich jetzt auch auf Sie, aber es könnte Island. Aber Island ist ja nicht so hoch, oder? Also das könnte. Dann gibt es aber noch. Vesuv, wo ist der? Auch in Italien, ne? Es gibt in Italien sehr viel. Ich sage Italien. Ich glaube nicht, dass es Italien ist. Es wäre zu einfach. Gibt es nicht Gran Canaria? Ist da nicht auch noch irgend so ein Ding? Spanien? Ja, aber das ist nicht also so Kanaren ist ja sehr vulkanisch in der Mitte. Ja, aber wahrscheinlich ist es schon irgendwie Italien, oder? Puh. Löse auf. Insel Sizilien. Ja. Okay. Ich bin dran, oder? Ah, gut, ja. So, dann. Der Amateurboxer. Oh Gott, das ist ja auch Quatsch. Nee, kommt die nicht mehr. Der Begriff Bistro stammt ursprünglich aus Umtata. Frankreich. Ja, Frankreich. Sabine? Italien.
Russland. Das Wort Bistro bedeutet schnell und wurde vermutlich von russischen Soldaten im 19. Jahrhundert nach Frankreich gebracht. Habe ich morgen schon wieder vergessen wahrscheinlich. Wie viel Zeit haben wir noch? Oh, wir haben ja noch 5 Minuten. Andrea? Das Staatsoberhaupt von Untertar wird. Na, die darf ich mich hier mit drauf? Nee, ich werde alt. Kann ich mich hier? Geht das? Ja, sorry. Das ist ja schön. Das Staatsoberhaupt von Untertar wird täglich persönlich von einem Musikanten geweckt. Das Staatsoberhaupt von Untertar? Ja. Das Staatsoberhaupt von Untertar wird täglich persönlich von einem Musikanten geweckt. Das ist total geil, die Antwort. Pass auf. Also love it. Love it. Love it. Ich könnte dir eine Eselsbrücke geben. Und nee, wenn ich dir die geben würde, würdest du wissen, wer es ist. Die Queen. Also man denkt natürlich an so einen royalen Quatsch, an so eine Traditionssache. Frankreich, England würde ich. Einfach ein Musikinstrument. Also ja, wahrscheinlich, wenn ich. Das ist am naheliegendsten diesmal. Ich kann den Prinz Mario Max beim nächsten Mal dazu befragen. Gut. England. Und wer natürlich dann? Na, die Lisbeth. Die Lisbeth. Du hast es gehört, ne? Ich habe es gehört, dass du es gesagt hast. Dann wieder. Das ist so verschwunden. Sehr geil. Aber, so sein. Ich finde es lustig. Queen Elisabeth II. Wird jeden Morgen von einem Dudelsackspieler geweckt, der 15 Minuten vor ihrem Fenster steht. Die wollen einfach nur sicher gehen, dass die aufwacht. Können wir diese Frage bitte behalten? Ich muss die nächste Woche mit dem Prinz Mario Max besprechen. Das finde ich großartig. Der internationale Strafgerichtshof liegt in Untertar. Das wusste ich mal. Brüssel? Okay, das wäre welches Land? Belgien. Straßburg. Wirkung. Ist doch auch Belgien. Straßburg. Niederlands. In den Niederlanden? Ja, Den Haag. Nee, aber ich war ja nicht so schlecht. Ja. Also jetzt nee, Brüssel ist, das ist ja fast das Gleiche. Willst du noch eine? Ich schau mal. Guck mal. Achso, ich habe jetzt einfach eine rausgesucht. Wir kennen die alle nicht. Also, warte mal. Der Finder der Luftschlangen stammt aus Untertar. Oh. Ach, Luftschlangen, das sind. Ja. Ach, da wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen. Auch diese pantomimische Exzellenz bei. Danke, Andrea. Super. Jetzt. Luftschlangen. Das nächste Mal spielen wir dieses Spiel mit Ihnen zu Hause, dann können Sie uns anrufen und dann stehen wir nämlich nicht immer nur so da. Na, ich hätte jetzt Luftschlangen. Papier hätte ich auf China getippt, das ist ja auf der Karte nicht drauf. Ja, stimmt, das ist ja. Eine Luftschlange kann ja alles sein. Spanien. Ich würde Spanien sagen. Ich würde Spanien sagen. Die sind so bunt. Ich habe so gar keine Idee. Weil ich den ursprünglichen Sinn nicht weiß von den Dingen. Ich sage einfach mal Deutschland. Richtig, Deutschland. Ernsthaft? Oh, ernsthaft. Der Meister? Nein. Das war aber echt Glück gehabt. Wer war es denn? Der Berliner Paul Demuth. 1929, 1930 erfunden Luftschlangen. Auf sein Konto geht wahrscheinlich auch Konfetti aus buntem Papier. Bestimmt. willst du? Soll ich? Mach du. Das ist auch wieder dies leicht zu beantworten, aber ich mag sie sehr, sehr gerne. Der weltweit beliebteste Selfie-Spot befindet sich in Untertar. Der weltweit beliebteste? Okay, also Pisa wäre so ein Ding. Du bist dann nicht schlecht, aber nicht gut. Der Franzl, der weiß es. Der weiß es. Also, was sagst du? Es ist eigentlich ganz logisch. Also wenn man die Antwort, das ist wie bei Wer wird Millionär, wenn man dann die Antwort hört, ist es total logisch. Eiffelturm Paris würde ich sagen, also Frankreich würde ich sagen. Oh, das ist so ein Klugscheißer, dieser Typ. Was denn? Darf ich die gleiche Antwort geben? Ja, ne? Ja. Nimmt ja auch Frankreich. Komm, gib die gleiche Antwort. Okay, danke. Dann ist es stolz auf mich. Absolut richtig. Ich schwöre, ich hab nicht geguckt vorher. Nee, der Franzl wusste es auch. Es handelt sich um den Pariser Eiffelturm, der vor allem für Verliebte einen beliebten Hintergrund natürlich darstellt. Denken Sie dran, spielen Sie ruhig auch mal bitte, wo ist Umpatata? Ich finde es wirklich ich finde es ein tolles Spiel, weil man doch ein bisschen auch und was mal bekommt also, und man lernt wirklich auch. Ja, und es geht ja nicht darum, dass man das Land sagen muss. Es reicht ja schon, um Punkte zu bekommen. Und wenn man weiß, ob es im Norden, Osten, Süden oder Westen ist. Mhm. Ne? Also es ist jetzt nicht so. Ist das das Ende der Sendezeit oder bis zum Spruch des Tages? Oh, oh. Dann gucken wir jetzt auf den Spruch des Tages. Dann haben wir noch ein bisschen Zeit. Na ja. Gegenseitige Hilfe macht selbst arme Leute reich.
Schön. Echt ja. Schön. Lukas Michner, der erwartet Sie jetzt. Wir sehen uns am Montag wieder. Genießen Sie dieses Wochenende. Auch es soll Ende. Dir ein absolutes Traumwetter geben. Wochenende! Juhu!